Sarah Wagenknecht hat eine Partei gegründet und will zu den Wahlen antreten, um der AfD zum Beispiel das Wasser abzugraben. Dazu will ich mich heute unterhalten mit dem Buchautor Manfred Kleine-Hartlage. Er hat nämlich ein Buch gemacht über die mögliche Zusammenarbeit von links und rechts im Rahmen einer Querfront. Und es gibt noch ein zweites Buch, das Sie auch bei uns im Kompaktshop erhalten können, nämlich die neue Biografie, eine unautorisierte Biografie von Sarah Wagenknecht, Die Rote Diva heißt es. Dieses Buch ist nur ein Dummy, was ich in der Hand habe. Es wird erst gedruckt, aber Ende November ist es erhältlich und Sie können es auch jetzt schon vorbestellen. Lieber Manfred, Querfront, die letzte Chance der deutschen Demokratie, heißt es bei dir, ist jetzt mit dem Auftritt von der Wagenknecht und ihrer doch schroffen Abgrenzung von der AfD diese Vision sozusagen schon Geschichte. Also bei dieser schroffen Abgrenzung fühle ich mich immer ein bisschen an Holger Börner erinnert, der also die Grünen mit Dachlatten traktieren wollte und ein Jahr nachdem er das gesagt hatte, saß er mit ihnen in einer Koalition. Also man muss für Insofern, die Zuschauer dazu sagen, die. das ist in den 80er, ja, es gibt ja auch jüngere Zuschauer, sollte man vielleicht dazu sagen, es war also in den 80er Jahren der damalige relativ konservative SPD-Ministerpräsident von Hessen, Holger Börner, der hatte mit den Grünen gar nichts am Hut, hat immer gegen die Grünen polemisiert, die damals ja noch eine ganz junge Partei waren. Und stand dann aber eines Tages mit der Situation da, dass er mit den Grünen eine Mehrheit gegen die CDU hätte und ohne sie nicht. Und nach einem gewissen Geziere kam diese Regierung dann zustande, nachdem eben, wie gesagt, Börner also noch viel rabiater als Wagenknecht jemals über die AfD gesprochen hat, über die Grünen gesprochen hatte. Das ist eine Situation, die mir also in diesem Sinne bekannt vorkommt. Es gibt ja riesige Schnittmengen zwischen dieser neuen Wagenknecht-Gruppierung und der rechten Opposition. Meiner Ansicht nach sogar größere, als es sie damals zwischen der SPD und den Grünen gegeben hat. Und solche Schnittmengen erzwingen dann irgendwann politische Entscheidungen. Es ist dann einfach nur töricht. Die SPD hat dieses Spiel ja mehrfach gespielt, in Nordrhein-Westfalen nochmal mit den Grünen, dann später mit der PDS bzw. Linkspartei in Hessen. 2008 war das, glaube ich, als man gesagt hat, nein, auf keinen Fall mit denen. Und kaum hatte man eine Mehrheit mit denen, da wurden die Schwüre von gestern sofort wieder vergessen. Und man hat sich damit, also die SPD hat sich damit in die Situation gebracht, dass man ihr zu Recht vorwerfen konnte, ihre Wähler hinters Licht geführt zu haben, weil sie ja versprochen hatte, auf keinen Fall mit den Grünen bzw. auf keinen Fall mit den Linken das zu machen. Irgendwann erzwingen solche inhaltlichen Schnittmengen dann allerdings auch die Koalitionen, die ihr dann zum Durchbruch verhelfen. Das ist nur, glaube ich, Frau Wagenknecht ganz aufrichtig nicht klar, dass sie dabei ist, sich in eine Situation zu manövrieren, in der sie eigentlich alles nur noch falsch machen kann, statt, was klüger gewesen wäre, langsam das Publikum darauf vorzubereiten, dass eine solche Zusammenarbeit irgendwann unumgänglich sein wird. Allein schon deswegen, weil wir es mit einer Regierung zu tun haben, die dem gesunden Menschenverstand den Krieg erklärt hat. Und der gegenüber dann alle, naturgemäß, die noch halbwegs die Tassen im Schrank haben, auf dieselbe Seite gehören. Denn man kann auf die Dauer nicht zusehen, wie das Land so zugrunde gerichtet wird, wie es die gegenwärtige politische Klasse tut. Ja, wir haben ja in einer existenziellen Krise andere Voraussetzungen wie sozusagen in einer Schönwetterdemokratie. Ich erinnere nur daran, dass zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs, als Frankreich von der Wehrmacht besetzt war, plötzlich im Widerstand die Gaullisten und die Kommunisten zusammentrafen,
die sich vorher bis aufs Messer bekämpft hatten, weil sie gesagt haben, okay, das Land steht vor dem Untergang. Ja, und ja. Jetzt steht der Deutschland auch vor dem Untergang. So ist es. Das ist ganz genau der Punkt. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass man jetzt zusammenarbeitet, weil man sich in allen Punkten einig wäre. Wenn man sich einig wäre, dann wäre es ja praktisch dieselbe politische Bewegung. Dann kann man ja sich auch nicht verbünden. Mit sich selber kann man sich nicht verbünden. Sondern es geht einfach darum, dass man sich über Spielregeln einig sein muss. Und die Spielregeln können ja nach Lage der Dinge nur die der freiheitlichen Demokratie sein, die sukzessive vom herrschenden Machtkartell zerstört wird. Dazu muss man sich in allen anderen Fragen genauso wenig einig sein, wie SPD und CDU sich in den 50er Jahren einig waren. Die waren sich ja spinnefeind. Aber in dem Punkt der Ablehnung totalitärer Praktiken waren sich eben einig, da waren sich auch Kurt Schumacher und Konrad Adenauer einig, die sich ansonsten überhaupt nicht ausstehen konnten. Und das ist im Grunde die Basis einer dessen, was man, das war im Grunde damals schon eine Art Querfront von an sich völlig verfeindeten Kräften, die aber eine bestimmte politische Kultur und eine bestimmte politische Ordnung retten wollten. Ja, also man könnte natürlich einwenden, und viele Konservative machen das, Sarah Wagenknecht sei ja selber totalitär. Es gibt Belege dafür. Sie hat Anfang der 90er Jahre, ich glaube 1992, eine schamlose Stalin-Eloge geschrieben, Ulbricht hochgelobt, kein Wort über die Verbrechen. Aber was ich hier in diesem Buch mit Gewinn gelesen habe, ist eben, die Frau ist zwar immer noch links, aber von diesem Stalinismus, Kommunismus ist sie doch weg. Ungefähr, das lässt sich sehr genau sagen, ja, ungefähr seit dem Jahr 2005, als sie Oskar Lafontaine kennengelernt hat. Und er war wohl in der Lage, ihr deutlich zu machen, soziale Marktwirtschaft ist der Planwirtschaft überlegen und hat nicht diesen hohen Preis an Verbrechen. Und da hat sie sich dann in diese Richtung entwickelt und sogar Ludwig Erhard entdeckt. Also da ist, an dem Punkt ist das Buch sehr aufschlussreich. Ja, ich glaube auch, die Frau ist schlicht und einfach zu intelligent, um allzu lange auf altstalinistischen Dummheiten dabei zu bleiben. Ich glaube auch, dass die rechte Opposition sich keinen Gefallen tut, wenn sie jetzt sagt, das sind alles Kommunisten. Wir haben jetzt von Frau von Storch einen Tweet gehabt, wo sie geschrieben hat, ja, das sind Kommunisten und die wollen Dirigismus und Staatseingriffe. Und dann frage ich, erstens stimmt das ja schon rein sachlich nicht. Also wenn man sich dieses Gründungsdokument angeht, gut, das ist jetzt nicht sehr ausführlich, aber was da drin steht, also Förderung von Start-ups, Förderung des Mittelstandes und des privaten Unternehmertums, also das hätte ich in den 80er Jahren nicht wagen können, das in einer Juso-Versammlung als Resolution einzubringen. Da wäre ich also geteert und gefedert worden. Also das zeigt schon, da ist also sehr viel Lernfähigkeit zumindest in den politischen Inhalten schon vorhanden. Und man tut sich keinen Gefallen, wenn man mit diesen altbackenen Schlagworten aus der Ära Kohl über Freiheit statt Sozialismus oder so dagegen anpolemisiert. Damit stellt man die Frau Wagenknecht und ihre Partei und ihre Gruppierung nicht, sondern man muss sie konfrontieren. Man muss sagen, ihr seid für die Erhaltung des Friedens, für die Erhaltung der Demokratie, ihr seid für einen Stopp, wie verklausuliert auch immer, mindestens für einen Stopp der Masseneinwanderung, weil ihr wisst, dass ihr den Nationalstaat als Grundlage des Sozialstaates braucht und seine Auflösung nicht dulden könnt. Wie könnt ihr dann gegen die einzige Partei so polemisieren, die in all diesen Punkten letztlich eurer Meinung ist? Das ist inkonsequent. Und das kann man aber nur, wenn man sie beim Wort nimmt und nicht, wenn man ihnen irgendetwas unterstellt oder unterjubelt, was sie nicht gesagt haben, nur wenn man dann leichter polemisieren kann. Damit macht man im Grunde nur das lächerliche Spiel mit, das auch aus diesem linksoppositionellen Spektrum gegen die Rechte gespielt wird, wo dann immer diese Karte des Neoliberalismus gezückt wird. Ja, die AfD ist ja im Grunde eine neoliberale Partei und will das einfach nur verschleiern. So, was ja auch genauso holzhammerartig und holzschnittartig argumentiert wird, das bringt doch niemanden weiter, wenn man das so macht. Im Grunde hat sich der Holzhammer gegen die AfD abgenützt. Ja. Die Keule, Nazi-Keule trifft nicht mehr, weil die Menschen erlebt haben, die AfD ist nicht so. Genau. Und wenn jetzt die AfD aber anfangen würde, wie Frau Storch, mit dem Holzhammer antikommunistisch kalte Kriegsrhetorik auf die Wagenknecht loszugehen,
könnte sich das auch sehr schnell abnutzen. Ja, das nutzt sich ab und das fällt vor allem auf den zurück, der das versucht, weil so dumm sind die Leute nicht, dass man ihnen mit derart primitiven Schlagworten kommen kann. Und da werden die sich auch nur fragen, ja, wollt ihr uns jetzt auch verarschen? Ich meine, eine Opposition, die lebt von ihrer Glaubwürdigkeit. Wenn ich sage, ich möchte, dass meine Argumente gehört werden, dann muss ich auch Argumente bringen und nicht in demselben holzhammerartigen Stil Schlagworte bringen, in der Hoffnung, dann vielleicht ins Establishment aufgenommen zu werden. Denn das ist die im Grunde die unausgesprochene Hoffnung, die von solchen, Oppositionellen ausgeht, die im Grunde darauf warten, da sich dem Establishment wieder anschließen zu können. Also ich hoffe, dass ich jetzt Frau von Storch nicht Unrecht tue, aber ich glaube, dass das für diesen konservativ-liberalen AfD-Flügel im Grunde die Hoffnung ist, dass sie dann irgendwann, wenn sie zeigen, wir halten uns ja an den Konsens der Demokraten, dass sie dann im Grunde für das Establishment wieder akzeptabel sind. Und genauso umgekehrt aus dem linksoppositionellen Spektrum diese Polemik gegen die AfD, die sei so neoliberal oder gar rechtsradikal und so weiter, ist auch im Grunde die Hoffnung, so ein opportunistisches Mitschwimmen in den Feindbildern, die vom Establishment ausgehen und sich gegen die AfD richten, sich da einzuklinken und auf diese Weise dann wieder im Mainstream sich irgendwie verankern zu können. Und das ist, wenn sie das macht, dann ist diese Partei eine Totgeburt. Aber es ist nicht gesagt, dass es so bleibt. Denn wie gesagt, ich glaube, dass da noch einiges sich bewegen kann. Obwohl sich Beatrix von Storch sehr schlecht da ausgedrückt hat, finde ich ihre grundsätzliche Skepsis gegenüber der Wagenknecht-Partei berechtigt. Skepsis oder okay? Denn wenn ich hier in dem Buch lese, also ich habe das Manuskript schon bekommen, wenn ich darin lese, dann sehe ich, dass sie eigentlich ihre besten Zeiten, die uns auch ein bisschen ihr näher gebracht haben, schon wieder hinter sich hat. Also hier in dem Buch wird zum Beispiel ausgewertet ihre Stellung zur Kölner Silvesternacht 2015, wo sie den schönen Satz geprägt hat, wer Gastrecht missbraucht hat, Gastrecht verwirkt. Ja. So einen Satz habe ich jetzt bei der Vorstellung Ihrer Partei und auch im entsprechenden Grundsatzprogramm oder der Skizze vermisst. Ja. Wir haben doch jetzt gerade eine Phase, wo selbst Kanzler Scholz heuchlerisch sagt, wir müssen endlich massiv abschieben. Ja. Ich glaube ihm kein Wort, aber er hat es gesagt. Ja. Und Wagenknecht hat es eben in den letzten Wochen nicht gesagt. Ja. Und da fürchte ich, sie rudert unter dem Einfluss ihrer Genossinnen und Genossen, die sie da in die neue Partei rübergeschleppt hat, zum Beispiel Frau Mohammed Ali, rudert sie schon wieder zurück. Ja, ich glaube, der Eindruck, dass sie ihre besten Zeiten hinter sich hat, entsteht dadurch, dass sie jetzt wieder stärker als Politikerin agiert und weniger als Intellektuelle. Sie ist eigentlich sehr erkenntnisfähig, das hat sie ja mehrfach gezeigt. Aber was ihr fehlt, ist Führungsstärke. Also man hat sie ja schon sehr früh in ihrer Karriere mit Rosa Luxemburg verglichen. Und ja, sie erinnert auch ein bisschen an Rosa Luxemburg, wie sie sich da eben um die Jahreswende 1918-19 da von ihrer Partei überstimmen ließ, bei denen es um die Wahlen zur Nationalversammlung ging und dann diesen idiotischen Spartakusaufstand dazu überreden ließ, ihn zu unterstützen, obwohl sie genau wusste, dass es verkehrt war. Und so ein bisschen vom Typ her ist, glaube ich, Wagenknecht das auch. Rosa Luxemburg war auch viel stärker als Intellektuelle, denn als Politikerin. Und ich erinnere mich, ich glaube, 6 oder 7 Jahren in der Kompakt mal geschrieben, sie möge doch bitte den Lenin machen und sich von allem trennen, was ihr nicht folgt. Vielleicht ist es einfach eine Illusion, von jemandem zu verlangen, er solle Lenin sein, der nun mal Rosa Luxemburg ist, die eine vollkommen andere Einstellung hat. Und ich glaube, da ist wirklich ein gewaltiges Problem von ihr, dass sie nicht von vornherein gesagt hat, ich stehe für das und das und das und das und wer das mit unterstützen will, der soll kommen, sondern sie erstmal versucht, alle mitzunehmen. Und das ist schon diese Aufstehenbewegung zum Verhängnis geworden. Damals wollte sie es doch nicht als Partei machen, wahrscheinlich genau aus dem Grunde, weil sie sonst nämlich genau hätte sagen müssen, wofür diese Partei jetzt stehen soll. Jetzt, nach dem Scheitern, versucht sie es doch mit der Partei, lernt aber nicht aus ihren vorherigen Fehlern, sondern macht genau diese Fehler wieder.
statt wirklich zu sagen, eben zum Beispiel, wer das Gastrecht missbraucht, hat hier nichts zu suchen. Da hat die sofort sämtliche Arbeiter im Ruhrgebiet, in Sachsen, in ganz Deutschland auf ihrer Seite. Alle Leute, die Tag für Tag mit diesen Problemen zu kämpfen haben, die sehen, wie die Bildungschancen ihrer Kinder verschwinden, wie sie selber sich immer weniger leisten können, weil eben auch die öffentliche Hand Gelder in ganz andere Dinge investiert, als darum, sozial Schwachen wirklich ein besseres Leben zu ermöglichen. Und die das, und die dann sehen, die zu deren Gunsten das zu einem erheblichen Teil gemacht wird, die terrorisieren einen dann noch, machen ihren Kindern das Leben schwer und so weiter. Das ist genau das, was sie eigentlich sagen müsste. Also da wirklich auch den Vorwurf des Populismus nicht zu scheuen, weil ich auch gar nicht weiß, warum das ein Vorwurf ist. Populismus heißt, man kann dem Volk aus dem Herzen sprechen. Ja. Und wer das als Vorwurf ansieht oder als Vorwurf gebraucht, der zeigt ja nur, dass er dazu selber nicht in der Lage ist. Ja. Und insofern, das dürfte sie nicht scheuen. Aber dann hätte sie natürlich auch von dem, was jetzt da mit ihr gekommen ist, die Hälfte wieder verloren, weil das Leute sind, die vielleicht einfach aus Loyalität gegenüber ihrer Person, aus Opportunismus, weil sie auch wissen, dass die Linkspartei auf dem absteigenden Ast ist, jetzt noch schnell die Pferde wechseln und einfach auch ihre intellektuelle Qualität nicht haben. Die könnten das wahrscheinlich gar nicht in dem Sinne nachvollziehen, wie sie das meinen. Und die will sie aber unbedingt an Bord behalten. Und das wird ein Problem für sie werden. Das ist jetzt schon ein schwerer Fehler. Was sich herausstellen wird, ist der Fehler so schwer, dass ihre Partei daran scheitern wird? Und ist er so unwiderruflich, dass sie nicht wieder auf einen besseren Weg kommen kann? Das hängt dann auch sehr viel von Faktoren ab, die wir von außen gar nicht erkennen können, weil eben da eine bestimmte Personenkonstellation ist, in die wir keinen Einblick haben von außen. Ja, das Buch heißt ja Die rote Diva. Das unterstreicht das, was du gesagt hast. Ja. Sie ist ja eigentlich gar nicht volkstümlich, ja? Also wenn sie jetzt sehr aufgeregt ist und sich nicht unter Kontrolle hat, dann bringt sie die besten Sätze. Ja, ja. Aber wenn sie anfängt zu überlegen, dann ist es doch alles sehr antiseptisch und sehr clean. Ja, ja. Ja, und so wie Rosa Luxemburg, draußen sind die Straßenkämpfe, Rosa Luxemburg sitzt in der Redaktion der Roten Fahne und schreibt kluge Artikel, so auch bei Wagenknecht, die macht dann ihre Videoauftritte oder bastelt an der Bundestagsrede. Ist natürlich alles schön, aber genau, die Führungsstärke fehlt. Sie gründet eine Partei, da oben sitzen 10 Hansel, 9 kannst du in der Pfeife rauchen und nur sie bleibt übrig. Ja. Warum bringt sie die Pfeifen mit? Ja, aber einfach um überhaupt irgendjemanden mitzubringen, weil sie sich dann eben doch nicht traut, da von vornherein zu sagen, eine Kante zu zeigen und eben den Lenin zu machen, zu sagen, okay, wer mir nicht folgt, der bleibt weg. Ja. Und von einer Vorgabe zu machen. Ja. Sie hat eben, das habe ich auch der Biografie entnommen, schon von Kindheit so eine gewisse romantische Ader. Aha. Ja, da hast du jetzt natürlich einen Wissensvorsprung. Ich kenne das Buch ja noch nicht. Erzähl mal. Also ja, sie steckt in diesen Märchenwelten drin und dann ging sie sehr schnell zu Goethe über, der jetzt nicht romantisch ist, sondern die Klassik verkörpert. Aber okay, das ist auch sehr fein ziseliert von Goethe. Ja. Ja. Und ich habe daraus entnommen, dass sie galt ja als das schönste Gesicht des Stalinismus, dass sie aber die Härte dieser Generation, die sie ja auch im Guten hätte bewahren können, das fehlt ihr. Ja. Sie ist dann doch verletzlich und sehr auffällig, auch übrigens sehr auffällig, ihr Liebesleben. Also Oscar Lafontaine ist natürlich ein guter Griff gewesen von ihr oder umgekehrt. Aber den ersten Mann, den sie geheiratet hat, diesen Niemeyer, das ist ein völliger Halotri, ist ein Betrüger, der war verurteilt, er war im Gefängnis. Wagenknecht fährt dann mit ihm in die Türkei und fragt ihn, warum muss ich immer mit meinem Namen einchecken, warum kannst du deinen Pass nicht vorlegen, ja, weil er gesucht wurde. Die Frage ist ja, wie kann eine solche kluge, kontrollierte Frau, die so eine aufrechte Haltung hat, die nie ungeschminkt rausgeht sozusagen, wie kann die auf so ein Halodri reinfallen? Das zeigt, ihr Charakter hat da gewisse Brüche. Ja, ja, ich denke, da fehlt auch vielleicht einfach die Menschenkenntnis. Das ist nicht selten bei Leuten, die sehr belesen sind, dass sie länger brauchen, um Menschenkenntnis zu entwickeln, die man
dann nur mit einer gewissen Lebenserfahrung entwickeln kann. An der Lebenserfahrung kommt man nicht vorbei, aber man kann sie ihr eine ganze Weile entgehen, wenn man sehr viele Bücher liest. Und ob das jetzt, ich meine, sie hat ihn ja in den 90er Jahren geheiratet, ich könnte mir vorstellen, dass sie daraus gelernt hat. Aber ja, es ist sicherlich ein gewisses Harmoniebedürfnis da, das dann dazu führt, dass sie eben, das ist eben auffällig, dass sie dann auch Leute mitnimmt, wo man sagen muss, die bringen dir nichts. Ja. Also lass es lieber. Sie hätte ja viel früher einen Bruch auch machen müssen mit der Linkspartei. Ja, das geht immer eh. Also sie kann sich schwer lösen. Ja. Ja, wie gesagt, das ist jetzt 7 Jahre oder 8 Jahre sogar schon her, dass ich das damals geschrieben habe. Und du hast ja auch in dieser Richtung schon öfter geschrieben, auch damals schon. Und wir warten eigentlich die ganze Zeit drauf, dass das endlich jetzt passiert mit dieser Partei. Weil du und ich das geschrieben haben, hat sie es zum Trotz nicht gemacht. Ach so, das war der Fehler. Ja, das könnte sein. Nochmal zu deinem Buch Querfront zurück. Es ist ja entstanden im Frühjahr 2023. Als sozusagen diese Friedensbewegung sehr stark war, die Kriegsgefahr, Weltkriegsgefahr unmittelbar schien. Jetzt haben wir aber, die Kriegsgefahr gibt es immer noch, aber das brennende Problem für uns Deutsche ist jetzt die Massenzuwanderung. Ja. Und gerade an dem Punkt ist sie ausgesprochen schwach. Ja. Oder wie ich vorhin gesagt habe, sie war schon mal stärker, ist jetzt wieder schwächer geworden. Willy Brandt würde sagen, wir waren schon mal weiter. Und was ja, das Buch kam im Mai raus und was dann danach sichtbar war, ist, die AfD steigt so stark auf, dass sie eigentlich gar keine Querfront mehr braucht, sondern sie kann allein vielleicht doch eine absolute Mehrheit in Thüringen, braucht man nur 41-42%. Ja. Das kann der Höcke kriegen, der braucht keinen Partner. Der Höcke nicht, aber andere Landesverbände der AfD würden sehr wohl einen Partner brauchen. Und um auf Bundesebene zu kommen, wäre auch ein Partner auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube nicht, dass die AfD so schnell die absolute Mehrheit der Mandate im Bundestag erwerben wird. Und es ist ja auch so, um das ganze oppositionelle Potenzial auszuschöpfen, das da ist, braucht man schon eine Partei dieses Zuschnitts. Es gibt so viele Leute, die richtig die Nase voll haben von dem politischen Establishment, von der SPD, den Grünen, der CDU sowieso und der FDP und die gerne gegen die wählen würden, die sich aber einfach ums Verrecken nicht dazu durchringen können, eine rechte Partei zu wählen. Die also dann entweder bei den Wahlen zu Hause bleiben oder so mit der Faust in der Tasche immer noch die SPD oder die Linkspartei wählen. Die Linkspartei zuletzt eben nur noch wegen Wagenknecht und nicht trotz Wagenknecht, wie diese großartigen Funktionäre der Linkspartei uns einreden wollen. Die würden jetzt ein Angebot bekommen und das ist erstmal eine Kraft, die gegen das Establishment steht. Ob das dann noch hält, wenn sie in die Position kommt, daraus auch wirklich Politik zu machen, das wird dann die Gretchenfrage sein. Das ist genau die Börner-Situation, von der ich vorhin gesprochen habe. Dann gibt's vielleicht, dann ist eine Mehrheit gegen das etablierte Parteienkartell möglich. Und dann stellt sich die Gretchenfrage. Bist du, Sarah Wagenknecht, bereit, diese Leute auch wirklich zu stürzen, gegen die du ständig völlig zu Recht und mit klugen Argumenten anargumentiert hast, die unser Land ruinieren, die unser Land gefährden durch Krieg, durch schlechte Energie, unsichere Energieversorgung, durch Deindustrialisierung? Und bist du jetzt bereit, um dem endlich Einhalt zu gebieten und diese Leute in die Wüste zu schicken, in die sie gehören, dann eben auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen du bisher nicht zusammenarbeiten wolltest, weil sie eben recht sind, obwohl aufgrund der gegebenen Situation die Schnittmengen so groß sind, dass man sich fragen muss, ja, mit wem willst du denn sonst zusammenarbeiten? Du kannst doch nicht glaubwürdig jetzt noch mit der SPD oder mit den Grünen schon überhaupt nicht oder mit der CDU zusammenarbeiten. Das taugt doch alles nicht. Du musst doch, wenn, dann Nägel mit Köpfen machen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn die Situation erstmal da ist, dann sieht das vollkommen anders aus, als wenn sie nur rein theoretisch ist und man da irgendwelche heiligen Eide ablegt oder irgendwelche, wie Börner damals, Dachlatten mobilisieren will oder sonst gegen einen Gegner polemisiert. Wenn sich daraus konkrete Chancen ergeben, dann könnte das anders aussehen. Hängt aber sehr viel davon ab, was für Leute sich jetzt noch für diese neue Partei engagieren. Wenn die alle aus dem Antifa-Spektrum kommen, dann
wird diese Partei degenerieren zu einem zu einer kontrollierten Opposition, einer Scheinopposition oder Pseudo-Opposition, die letztlich dann die Geschäfte des herrschenden Kartells besorgt. Ich halte es aber immer noch für möglich, dass es nicht so weit kommen wird. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit der Konstellation, wenn man jetzt davon ausgeht, die AfD allein schafft es nicht, die absolute Mehrheit zu bekommen, vor allem nicht im Westen. Möglichkeit A wäre eine Querfront, also die Ränder, der linke Rand, der rechte Rand gehen gemeinsam gegen das Machtkartell vor. Ja. Aber die andere Möglichkeit wäre ja, dass die AfD nicht mit der CDU, die verloren ist, die absolut verloren ist, nicht mit der CDU, aber zum Beispiel mit einer Absplitterung der CDU zusammenarbeitet. Ja. Und das scheint sich ja jetzt rund um Werteunion Hans-Georg Maaßen, den Krall und die, vielleicht auch die Freien Wähler rauszukristallisieren, dass zwischen AfD und CDU, CSU noch ein möglicher Partner sich bildet. Ja. Und das ist ja im Grunde das, dass sich zusehends zeigt, wie das herrschende Kartell langsam abbröckelt. Jetzt haben wir erstmal ein Abbröckeln dieser linken Partei gehabt, also an der linken Peripherie bröckelt es ab. Jetzt geht schon in den Kernbestand der Union hinein. Also wenn Maaßen und Krall wirklich eine solche Partei gründen, dann ist das natürlich eine Partei, die genau auf die Stammwähler der Unionsparteien zielt und ihnen sagt, wir machen das, was die CDU bis vor 20 Jahren im Programm hatte, das wollen wir wieder machen. Und ich glaube schon, dass also Wahlergebnisse in der Größenordnung, die die Freien Wähler in Bayern haben, durchaus für eine solche Partei drin sind. Und dann sprechen wir hier nicht von zwei Parteien, die eine Querfront bilden müssten, sondern von dreien, die vielleicht auch sonst nicht viel gemeinsam haben, aber eben gemeinsam haben, dass sie dieses herrschende Kartell stürzen wollen. Und dann sehen natürlich, wenn eine dritte Partei da wäre, deswegen sehe ich das immer nur als Stärkung der Opposition, nie als Schwächung, eine dritte Partei mit einer solchen Perspektive antreten würde, dann wäre das eigentlich schon das Totenglöckchen für die etablierten Parteien. Also die Linkspartei überlebt es jetzt schon nicht mit dem Bündnis von Sarah Wagenknecht. Und auch die CDU und die SPD wird natürlich, bin ich ganz sicher, von dieser linken Konkurrenz nochmal geschreddert, also von der, die kann jetzt dann auch bundesweit in den einstelligen Bereich absinken, das ist gar nicht mehr so ausgeschlossen. Und die CDU, die würde, also mindestens, ich schätze mal, ein Drittel ihrer Wähler würde sie verlieren. Also dann sieht die Lage schon ganz anders aus und dann ist es eigentlich fast gar nicht mehr möglich, dieses Kartell in der jetzigen Form aufrechtzuerhalten. Also wir haben wirklich mit diesen Wahlen Anfang Oktober in Hessen und in Thüringen, glaube ich, das ist der Durchbruch gewesen, der jetzt als Katalysator auch diese anderen Entwicklungen angestoßen hat. Also ich möchte mal eine Gegenthese formulieren, obwohl ich ja dem Querfront-Konzept sehr aufgeschlossen bin und das ja auch schon sehr stark propagiert habe, bin ich jetzt speziell, was die Wagenknecht-Entwicklung angeht, doch sehr enttäuscht und kann das eigentlich nicht mehr sehen. Nicht wegen Wagenknecht, sondern wegen dem ganzen Rucksack an schlechten Leuten, den sie mitbringt und dem sie sich leider unterwirft. Ja. Ein Gegenkonzept wäre ja, dass die AfD selber in sich eine Querfront verkörpert, ist zum Teil jetzt schon der Fall. Ja. Wir haben diese wirtschaftsliberalen Strömungen, etwa Frau von Storch, und wir haben den starken sozialpatriotischen Flügel im Osten um Björn Höcke. Das ist schon eine Art Querfront. Und ich stelle mir mehr vor, dass dann die AfD sich dessen noch stärker bewusst wird und den Pluralismus etwa Herrn Maaßen oder Herrn Krall mit in die AfD hineinzieht oder wenigstens in eine Koalition als Parteilose mit hineinzieht, weil in einer einheitlichen Partei mit einer einheitlichen Führung, vor allem wenn es eine gute Führung ist wie die von Herrn Höcke, dann... Es kann nicht so sehr durch Agenten und Störmanöver des Feindes durcheinander gebracht werden, wenn es ein Hauptquartier gibt. Ja, es ist natürlich auch richtig. Und eben, ich denke auch, wenn, also diese linke Opposition hat jetzt die Chance, sich in diesen Prozess einzuklinken, in dem die bisherigen Machthaber gestürzt werden. Wenn sie es nicht machen, heißt das nicht, dass die an der Macht bleiben, sondern
passiert genau das. Der Binnenpluralismus der Rechten wird dann zum größten Teil zum neuen politischen Spektrum werden, weil die Rechte ja einen linken Flügel hat, wie du ganz richtig gesagt hast, der sich nur von der bisherigen Linken nur durch den nicht utopistischen Ansatz unterscheidet. Man will ja Sozialstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und so weiter. Das will man ja schon alles. Und das kann man auch damit verfolgen. Man kann es nur nicht mit der bisherigen Linken, die von ihrem utopistischen Ansatz her immer wieder das Gegenteil am Ende von dem erreicht, was sie erreichen könnte und eigentlich theoretisch erreichen wollte. Und ja, das kann also durchaus sein, dass wir, dass das, was jetzt noch die Rechte ist, in 5 Jahren die Mitte ist. Wenn man sich bewusst ist, man muss diesen Pluralismus auch innerhalb der Rechten haben, ganz egal, was Frau Wagenknecht oder sonst wer tut, sondern man braucht es an sich, egal welche Entwicklung stattfindet. Liebe Zuschauer, die Dinge sind in Bewegung, die AfD wird immer stärker, das Establishment, die Altparteien, die Blockparteien, das Machtkartell bröckelt, splittert ab an den Rändern. Es gibt Chancen der Veränderung und wenn Sie gut aufgestellt sein wollen, um mitzudiskutieren über die Strategien, dieses Buch von Manfred Kleine-Hartlage, Querfront, und die neue unautorisierte Biografie von Sarah Wagenknecht, Die Rote Diva, werden Ihnen sicherlich genug Anregung bieten. Vielen Dank, Manfred Kleine-Hartlage, fürs Kommen. Ich habe zu danken. Und Sie erhalten das gute Material bei uns unter kompakt-shop.de.